Danke Leute für die Likes. Oh. Jolina, warum nennst du sauer? Ich hab dich abonniert bei YouTube. Alles klar. Wie war die Pizza gestern? Die war spitze. Wie geht's Dämon? Keine Ahnung, ich hab seit zwei Wochen mit ihm gequatscht, der hat ziemlich viel um die Ohren. Tiefkühl oder Lieferservice? Das gestern war Lieferservice. Da hat mir gestern jemand eine Pizza bestellt. War ganz cool. Aber ich bitte, solche Aktionen zu unterlassen. Da nehmen wir Powerwolf an. Ich habe Powerwolf schon dreimal schon live gesehen. Ich glaube, es waren sogar vier. Das war eine Margarita. Alles klar, stabile. Wenn jetzt wirklich eine Pizza kommt, dann schicke ich die Leute zu dir, lass dich sie bezahlen. Dann kann ich sie ja essen. Die gestern habe ich ja nicht bezahlen müssen. Okay, ich sehe schon, Assi ist unterwegs, machen wir einen Abo-Chat an. Da zögere ich keine Sekunde, das sehe ich nämlich nicht ein. Müsst ihr halt leider abonnieren, wenn ihr schreiben wollt, weil das lasse ich mir nicht bieten. Dafür habe ich viel zu viel Anstand. Juhu Leute, wie geht's bei euch? Jo, servus Honey. Oh, my honey. Machst du Yoga mit dem Dämon? Was? Seit wann macht man mit einem Dämon Yoga? Kannst du eigentlich Angst davor, dass... Was hast du eigentlich Angst davor, dass deine Geburtstag vom Haus die Hölle los ist? Wenn da wirklich die Hölle los ist, rufe ich die Bullen. Basta. Mach Yoga mit dem Dämon, haben wir schon gehabt. Ich glaube, an deinem Geburtstag wird die Hölle los sein. Wenn hier die Hölle los ist, rufe ich die Polizei. Ende der Geschichte. Glaubt ihr wirklich, dass ich mir da einen großen Kopf drum mache, wenn es so viele Arschlöcher da draußen gibt, die wirklich unbedingt asozial sein wollen und sich so benehmen wollen, wie sie es mir vorwerfen vor allem, was ich ja überhaupt nicht mache, lustigerweise, dann bitteschön, dann lasse ich die Bullen halt kommen, ist mir egal. Hörst du eigentlich auch Rap? Natürlich höre ich auch Rap.
Ich höre überhaupt keinen Rap. Ich höre ab und zu mal Rap, aber ich höre keinen Rap jetzt spezifisch. Und Kollega, ich weiß nicht einmal, welche Lieder von Kollega sind und welche nicht. Ich bin kein Rapper und ich bin auch kein Hip-Hopper. Gut, danke, Illidan. Ja. Mhm. Ich habe heute Haare gewaschen, meine Haare sind so fluffig, ey. Voll geil. Breaking Bad interessiert mich nicht. Ich bin kein so großer Zombie-Fan. Wo ist die Nudel? Die ist noch einkaufen. Dankeschön. Die kommt jetzt dann auch noch, weiß nicht, war das jetzt, glaube ich, geschrieben, 10 Minuten. 5 Minuten hat sie gesagt, also ihr müsst jetzt auch langsam kommen. Gerade dann, ah, da ist sie ja. Huraner, huhu, ihr anderen, liebe, lieben, jo. Hallo, meine kleine Schnecke. So, nein, möchte ich nicht haben, dankeschön. Ich weiß, ich spiele oft die gleichen Sachen. Huhu, Lucky. Jo, Huhu, Nudel. Opfert eure Herzen. Was? Denen immer und ein extra Honey Huhu. Thank you.
So ist mein Nudel. Du hast eine Nudel, Hani? Alles klar. Eine dritte Staffel von Attack on Titan. Nein, ich kenne nur das deutsche Zeug von Attack on Titan. So wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Die anderen sich verändern und bleib so wie du bist, so wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Hannibal, ich schmeiß gleich mit Bällen. Du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Servus Mario. Und ich habe gesehen, Mario, du hast dein Abo verlängert, richtig? Und Hani hat es auch verlängert, habe ich gesehen. Was zur Hölle? Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Alter. Ohne Scheiß. Vielen, vielen lieben Dank für die 5000 Baren. Wie unglaublich krass. Hey, Rana. Servus. Jo. Servus Mario. Marz, danke schön, danke für die Likes, danke für alle Likes, die ich gerade rausgehauen habe, danke für die 500 Barren, was zur Hölle, ey. So heftig. Ey, wieso bin ich bis auf Platz 2 nach 15 Minuten? Schiebung! Naja, auf Platz 1 komme ich heute nicht, glaube ich. Zumindest nicht so lange der da ist. Wird wahrscheinlich ein anderer YouTuber oder so sein. Wer ist denn das überhaupt? Hallo Rainer, schon was? Schön dich zu sehen. Servus. Ist ja schon Abo-Chat. Ja, heute ist schon Abo-Chat an, weil wir vorhin schon einen Haufen Kasper dabei hatten und es muss einfach nicht sein. Hallo Rainer, schön dich zu sehen. Jo.
Ihr habt lediglich auf dem Teamspeak ein Icon dafür und werdet von mir markiert. Ich werde mein Abo sicher verlängern, Drache. Dankeschön. Halt ohne Schreiner und alleine. Du kannst, weil ich nur einer dieser Steine. Nur einer dieser. Verdammt. Ort, wo ich auf dich gewartet hab. Kennst du Percy X? Nö, sagt mir nichts. Mich würde interessieren, wie das heute ist, Alter, dass ich heute auf den Platz 2 verwiesen wurde. Ist aber keine Junauerin, oder? Das ist doch eine YouTuberin dann wahrscheinlich eher. Auf Junau ist ja kaum, außer Kuli und mir, kommt ja kaum einer auf Platz 1 dann. Also das sind schon auf Platz 1, aber halt nur, wenn wir nicht da sind, meistens dann. Das klingt voll arrogant, oder? Entschuldigung. Ist nicht euer Ernst. Maja, bitte, du bist erst 16. Na und? Er sieht unträumig, ne? Wir haben ja alles möglich gemacht. Und was bringt mir das, wenn ihr mich jetzt hier einsperrt? Ja. Okay, wenn du kleiner Hurensohn hier die ganze Zeit auf Assi machen willst, dann mach ich den Abo-Chat halt wieder an. Meinst du, das juckt mich? Hallo Daniel, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wegen solchen Leuten muss ich den Abo-Chat anmachen. Es tut mir leid, müsst ihr euch bei den Leuten beschweren, nicht bei mir. Ich mache jetzt sogar den Abo-Chat ab und zu mal aus und schau, wie es läuft, aber man sieht ja, wie es läuft. Hallo Daniel, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe gleichfalls. Hat 100 Zuschauer mehr als du. Okay. Ich war, vergesst meinen Namen. Nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg, oh, oh. Music. Nichts, was mich hält oder war, vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen, mehr sein, wie es war. Muss man noch genau so heißen, hier. Nee, ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen. Im Idealfall müsste man es so machen, dass man, dass ihr mir hier im Teamspeak eure ID reinhaut. Ihr müsst dann auf mein Server connecten. Und dann kann ich euch eure ID in die Gruppe reinschieben. Ihr habt aber keinerlei Rechte mehr oder was dadurch. Ihr seid im Prinzip genauso wie Gast, nur dass ihr halt ein Logo nochmal habt, dass ihr Abonnenten seid. Wer fehlt uns diesen Moment einmal? Besser kann es nicht sein.
Flocke, danke schön fürs Abonnieren und willkommen Drachis. Willkommen bei den Drachis. Wie Lights. Auf jetzt das Leben. Hallo Drache, es ist Hendrik Sander als wir. Hey Nudel. Jay, heute schon. War dein Tag, Runner. Hat schon gepasst. Felix, Tim und Frank zu grüßen. Du kommst auch jeden Tag mit anderen Leuten, die ich grüßen soll, oder? Hoch auf uns. Du blockierst mich, lieb, leider. Du blockierst mich, leider. Ich blockier dich. Du bist du blockiert? Okay, bist entblockt. Mich wundert, dass das überhaupt funktioniert mit dem Abonnieren. Donnen Wald Sangria für mich. Ich schreibe in deinen Namen Bochum 84. Lara soll ich auch mal kurz grüßen. In meiner wundervollen Welt singe diese Lieder. Den Tränen in den Augen. Den Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich stehe im lila Regen. Ich war ein Feuerschatter sein. Nee. Der Stream hat keine Schmerz heute. Mein Internet spinnt schon den ganzen Tag. Ich habe schon den ganzen Tag irgendwelche ab hier dauern. Ich habe heute schon bei meinem Anbieter angerufen. Eigenen Land, mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? Ein König. Wo ich berechnet, geht auch kein was an. Ich ein Cover in der Hand, darauf ein Mönch, der in Flammen stand. Rainer, wann machst du eigentlich den TS? Ich hab doch ein TS. In den Augen, Boe war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben.
Nur noch für mich, für eine unendlich lange Zeit. Ich hab auch Bier. Prost. Ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind, wie ein rollender Stein. Ist die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt? Trink auch eins Prost. Jo, Skull. Hey, du blockierst mich. Was? Da, wo deine Freunde sind. Liebe umsonst. Ich hab kein Lieblingsessen. Weil jetzt kann ich richtig sprechen, was? Macht den Eindruck, ne? Heute streame ich bloß maximal eine Stunde, weil ich bin heute so... Heute streame ich nicht länger.
Brutal Slam Death Metal spiele ich nicht, nee. Oder Brutal oder Death, Slam Death spiele ich nicht. Anfang der Woche, viele sind ausgelaugt. Ja, es trifft sogar auf mich zu, obwohl ich überhaupt nicht ausgelaugt sein kann eigentlich. Vielen Dank für die 1000 Barren, alter Falter. Und danke für die 400 Likes. Und danke für das Okay. Bist du noch im TS, Schwäder? Ich bin jetzt auch gerade im TS. Ich weiß noch nicht, ob ich heute groß Lust zum Reden habe, aber ehrlich gesagt, ich bin wirklich im Eimer heute. Aber ich denke schon. Bisschen. Ich spiele nachher noch ein bisschen Diablo oder so. Und dann werde ich auch noch im TS ein bisschen sein. Was war das beste Konzerterlebnis? Summer Breeze 2013? Zwölf oder 13, ich weiß es nicht mehr. Und es war ein ultra geiles Konzert mit Amon Amarth. Das ist bis heute mein geilstes Konzert gewesen. Mach mal, was man sollte. Man sollte zwar vor dem Geburtstag keine Geschenke machen, aber why not? Weil es Unglück bringt. Man sollte auch niemanden zum Geburtstag gratulieren, bevor er Geburtstag hat, weil es Unglück bringen soll. Prost, keine Löschzwecke. Ich sauf schon seit Ewigkeiten keine Löschzwecke mehr. Glaubst du an sowas? An was? Dass es wirklich Unglück bringt. Nein,
Ich glaube nicht an Unglück. Ich glaube, dass jeder der Schmied seines eigenen Schicksals ist. Warst du schon mal in Metal Days in Tolmin, Rainer? Ich weiß nicht einmal, was es ist tatsächlich. Aber ich beschäftige mich auch schon immer so aktiv mit der Szene, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Wenn er an sowas glaubt, will er meine 1000 Barren zurück? Will ich meine 1000 Barren zurück? Nee, ich glaube an sowas nicht. Lach, Jan. Nudel, wir bekommen meine... Was? Nudel, wie bekommt man die Kronen? Du musst Barren raushauen. Du musst unter die Top 8 oder was von den Top-Usern kommen bei mir. Und dann musst du bei mir... Ich weiß nicht, was du Minimum spenden musst, aber du musst einen bestimmten Betrag spenden. Also raushauen an Barren. Und dann bekommst du diese Kronen. Und bekommst erst eine, zwei, drei, vier oder fünf. Jay hat ja fünf. Und ja, fünf Kronen ist quasi der absolute Top-Supporter. Und Nudel hat vier Kronen, ist der absolute, das ist der zweite Supporter, der maximale. Und dann gibt's noch drei. Und dann gibt's ansonsten, dann haben noch zwei oder drei Leute Dreier Kronen und dann haben noch einer oder zwei Leute Zweier Kronen, glaube ich. Oder zumindest war es mal so. Und dann hat noch einer oder was nur eine Krone. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das alles läuft. So, offenbar hat meine Partnerin gerade keine Lust mehr zu antworten. Ohne Spinner wie dich und mich. Wir sind die Gewinner, kennen keine Limits, ab heute für immer. Nudel, du Sau, antworte ihm. Wer sagt denn, dass ich mit Nudel schreibe? Ich habe nichts an, dass ich mit Nudel schreibe. Partnerin? Vielleicht auch Partner. Also das bezeugt wirklich kleine Eier. Die Gewinner kennen. Und ihr fragt euch immer, warum ich den Abo-Chat anlasse, ganz ehrlich. Oder was undefiniert Ehe für alle. Hey Dache, servus. Ja, tut mir leid, den Abo-Chat kann ich nicht ausmachen, keine Chance. Man sieht ja, was wieder abgeht. Ärgert mich das, ey. Bist raus, Kaul. Was? Naja, was? Nur ja, aber die 5 Dollar für das Chat sind es wert. Ist ja kein Ding. Mich ärgert es trotzdem. Also es muss ja nicht sein eigentlich. Meine Rockstar-Dose hat einen Knick. Deine Sachen verkauft. Plattenverkauf. Ach, das geht schon. Ist doch eh immer derselbe, der den Spam hat. Was habe den mal gemeldet? Bekommen da halt Sperre. Ja, das Problem ist, es bringt nichts.
5 löschen neu, aber die können Mac hier sperren. Neuerdings. Ah ja. Also ganze PC gesperrt. Okay. Das bringt gar nichts. Der Mac hatte. Ah ja. Was? Schockwelle oder Atem ahnen? Ich habe einen Ventilator an, wenn du das meinst. Und wer hier zum Haten herkommt, der weiß schon sicherlich, die meisten Idioten sind ja leider keine Anfänger. Ja, das ist das Dumme daran. Ich habe gerade gesagt, dass wir einen eigenen Rang eingeführt haben, aber da habt ihr keine Vorteile dadurch. Das ist schlicht und ergreifend nur das Logo von mir, also das Imogen ist das. Rio, dankeschön fürs Abonnieren. Vielen Dank und willkommen bei den Drachis alle. Dankeschön. Ob du den Bannwender so leicht entgehst, kann ich dir leider nicht versprechen. Aber da ich dich auch markiere, ist die Wahrscheinlichkeit besser. Ryu, sorry. Was? Ryu war doch gestimmt, oder? Namen Drache. Servus Anima. Was? Animatorka. Nee, Animatako. Entschuldigung. Ich
Falsch geschrieben. Achso. Himmel macht mich krank. Schweres graues Tuch. Gerade mal schlau gemacht. Voll Sache, servus. Ah. Jan, es tut mir leid. Na, komm hier raus, ne? I guess das. Komm mit mir ins Abenteuerland, ne eigene Reise. Mit mir ins Abenteuerland, Tritt kostet den Verstand, ins Abenteuerland, auf meine Weise. Kraft. Hä? Was bin ich wieder für ein Scheiß? Was ist mit deinem Igel? Was? Ach, das ging an Ding. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ne eigene Reise. Mit mir ins Abenteuerland. Was zur Hölle? Dankeschön für 1000 Barren an 10885094291236062192 oder so. Hast du mal ganz geschafft, scheiße. Die Hater haben echt keine Hobbys. Ihr ganzen Leben dreht sich nur um den Drachen. Ja, voll. Jonathan, servus, willkommen bei den Drachis und Dankeschön fürs Abonnieren. Herzlich willkommen. Welcome to the Freak Show. 16 Cam. Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. So, Leute. And gentlemen, welcome to the Freak Show! Bisschen Ad-Guy. Machst du noch was Besonderes? Ja, das gleiche, was ich jeden Abend mache. Thank you.
Und das wäre, ich gehe, was, ich gehe schaukeln. Alles klar, willst du mich verschaukeln, Honey, oder was? Wollen alle schlafen gehen, aber Drachenstreams sind besser als schlafen gehen. Wenn du morgen arbeiten gehen musst, dann würde ich aber dir empfehlen, dringend, geh bitte in die Arbeit. Geh bitte ins Bett, meine ich. Ist wichtig, Schlaf ist wichtig. Unterschätzt euren Schlaf nicht. Magst du Ice at Earth? Ey, Ice at Earth, klar, höre ich sogar oft. Versuchst du die Weltherrschaft in dich zu reißen? Klar, 24-7. Dann läuft nur noch Metal im Radio, Alter. Ihr seid ganz schön versaut. Was? Warum? Auf Arbeit schlafen. Haha. Nein, nicht auf Arbeit schlafen. Schlafen zu Hause. Arbeiten in der Arbeit. Aber jetzt würde man auch gehen, ja. Sieben Stunden Schlaf müsste reichen. Ja, 8 Stunden Schlaf sollte man eigentlich haben in dem Alter. Stream noch lange, Drache. Eine Stunde wollte ich streamen, vielleicht ein bisschen länger. Streamsten, haben wir schon gehabt. Schaukeln ist eine Tätigkeit auf dem Spielplatz. Was? Ehrlich? Schon klar, Honey. Was? Lustler 15:10. Hä, warum denn? Willst du Wacken anschauen? Hä? Willst du dann mal Wacken bitte anschauen? Auf Wacken geht man. Sowas schaue ich mir nicht an, weil da gehe ich lieber selber hin. Gibt aber Leute, die kommen auch mit 4 oder weniger Stunden Schlaf pro Nacht aus. Ja, gibt es. Haha, Nudel, was ist das für ein Lied? Das ist Mysterion von Edguy. Alter. Wie alt bist du? Wahrscheinlich noch recht jung, hä? Leute nur 3 Stunden schlafen. Ja, aber das ist dann schon ein bisschen arg grenzwertig. War leider zu spät dran. Hast du eine... Was hast du den besten Musikgeschmack? Ah ja. Wusste zwar nicht, dass ich einen so guten Musikgeschmack habe, aber okay. Es wurde sich vorhin was Helleres gewünscht, also machen wir mal Slipknot an.
Den Naruto Fidget Spinner. Den habe ich geschenkt bekommen. Von einem Zuschauer. Ziemlich geiles Teil. Allerdings ist es so groß, dass ich das gar nicht richtig bewegen kann, weil ich habe. Es bleibt mir immer zwischen den Fingern hängen, wenn ich nicht aufpasse. Weil es so groß ist. Und das wird schon was heißen mit meinen riesen Pranken. Backentickets sind schnell ausverkauft. Ich bekomme notfalls schon welche, wenn ich welche brauche oder will, aber macht eigentlich keinen Sinn tatsächlich. Hab gelesen, kann man auch als Waffe benutzen. Das ist bloß eine Fidget Spinner, Alter. Außerdem, wenn man weiß, wie, kann man alles als Waffe benutzen. Wenn man es richtig macht, kann man dich sogar mit einem Kuli umbringen. Sind die Spitzen nicht scharf? Blödsinn! Da ist überhaupt nichts scharf. Das sind ja keine Klingen. Ich bin kein Fanboy, ich bin einfach neutral und gönn dir gerne die Streams von. Gönn mir gerne die Streams von Drachen. Ja, ist ja in Ordnung. Man muss ja kein Fan sein, um zu abonnieren. Solange ihr euch gut benehmt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr gebannt werdet. Echt, sieht nicht aus wie Plastik. Das ist kein Plastik. Das ist Metall. Das ist doch kein Plastik, Leute. Dachte nur, weil ich hab denselben aus Plastik. Nee, der ist aus Metall tatsächlich. Hier. Warte, hier. Metall? Metall. Bei Plastik würde sich das anders anhören. Habe ich irgendwas aus Plastik hier? Hier. Würde sich anders anhören. Metall klirrt.
Aus Plastik ist es zumindest ungefährlicher, das stimmt, ja. Cooles Lied, ja, gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsliedern. Cooles Handy, ja. Huawei Honor 7, ziemlich geil. 300 Euro Handy, oder war es letztes Jahr zumindest noch. Und ja, ich bin eigentlich mit zufrieden, komplett. So, und ich verschicke gerade Bilder und Videos und Nachrichten und ja. Findest du Android besser oder iOS? iOS kenne ich nicht, aber Android ist das geilste, was ich bisher hatte. Ich habe einmal ein iPhone gehabt, ich weiß nicht, ob das auch iOS ist. Das war eine Katastrophe. Ein iPhone 3GS war das damals. Schon ein bisschen länger her. Wie findest du die Marketor was? Steiner. Macht viele nordischen Wikinger-Saga-Kleidung. Kenne ich gar nicht. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich muss mir heute noch Klamotten anschauen und mir für die nächsten Wochen dann einmal Klamotten bestellen. Die ganzen iPhones kannst du eigentlich in die Tonne treten. HTC 4 Ever. HTC 4 Ever. Ich weiß nicht, was für ein HTC das war, aber ich bin damals von iPhone 3GS auf ein HTC gewechselt. Und ich war mit HTC zufrieden auch. Was gibt's denn Neues? Wie, was gibt's Neues? Meinst du irgendwas Spezielles, Nudel? So. Ach, wisst ihr was Neues? Ich wollte den Stream beenden, ne? Nach einer Stunde. Jetzt bin ich schon wieder online. Ey, und ich bin auf Platz 1. Jo. Na, Klamotten. Ich will mir vor allem einen... ich will mir vor allem... Ich muss erstmal den Sack kratzen.
Ich will mir vor allem ein Ding besorgen. Ich will mir vor allem Hemden besorgen, weil ich habe früher total gerne Hemden getragen. Ich will mir Hemden besorgen, ich will mir mal ein paar ordentliche Hosen besorgen und neue Schuhe. Krawatten habe ich ja. Ich habe heute entdeckt, wo ich meine ganzen Krawatten habe. Neulich habe ich sie mal gesucht, habe ich sie nicht gefunden, ne? Und jetzt habe ich sie. Ironischerweise waren sie da, wo sie eigentlich immer waren. Merkwürdig, aber okay. Guten Abend, Daniel. Servus. Und hohe Latenz. Bis. Krawatten. Ja. Kann ich dir mal ein Bild schicken, Nudel. Jetzt wollte ich Nudel sagen. Lol. Skull. Ja, bitte. Hanni, kann ich auch eins schicken? Huah. Von deiner Krawatte. Naja, von mir mit Krawatte. Ich habe halt im Moment kein Hemd, ne? Obwohl mir gerade ein interessantes Bild eingefallen ist. Und noch ein anderes. Das ist Mobbing. Was ist Mobbing? Wie kann man mit denen Kontakt treten und dürfte das nur die mit Kronen? Hat Hanni eine Krone? Nein, es dürfen nicht nur die mit Kronen, aber normalerweise kann man zu mir keinen Kontakt aufbauen. Das bei Hanni und bei Nudel war ein Ausnahmefall. Sprich dich aus. Nö, das mache ich nicht. Google, was? Ich habe eine imaginäre Krone, lol. Die andere hat sich hier, die bildet sich hier schon Sachen ein. Jetzt kriege ich keine Antwort mehr. Oh. Ein Lied mache ich noch. Und nach dem Lied machen wir Feierabend. Im Stream. Hätte ich gesagt. Und das ist ein Lied, das hat sich Nudel, Hanni und noch zwei andere Mädels aus dem Teamspeak gewünscht. Ich bin voll der Sexist, oder? Drache, dir war nicht, ja, Sexist. Danke, dir war nicht, ja, Sexist. Dankeschön dafür, Alblali. Hey, das ist nicht mein Lied. Das ist die Nightcore-Version, ja, zugegeben. Drachenlord, aber es ist genial. Wolltest du es nicht gestern? Es ist halt die Nightcore-Version, ja.
Wie die Menschen mit der Natur und Umwelt umgehen, finde ich absolut zum Kotzen. No comment. Was? Das kommt von der Sex. Was? Rainer, mein Freund will dich noch abonnieren. Mach noch nicht aus. Er kann mich auch abonnieren, wenn ich nicht online bin, ne? Bist du auf der, was, auf dem Gebiet Kfz gut begabt? Begabt würde ich nicht sagen, aber ich kenne mich mit aus. Zumindest begrenzt. Nicht aus, ihr denkt. Was? Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was du willst, Brot. Okay, machen wir mein Handy aus. Kannst du dein Auto reparieren? Also selbst reparieren. Ich muss einmal gucken, ob ich einen Rahmenschaden habe. Aber im Normalfall kostet halt ein bisschen Geld, aber ich muss halt dran arbeiten, ja. Ich hatte sowieso vor in der nächsten Zeit. Okay, ich mache noch ein Lied. Ich hatte sowieso vor, ein paar Sachen noch dran zu ändern am Auto. In den nächsten paar Jahren. Und schauen wir halt mal, was wir daraus machen. Wenn ich schon dabei bin, kann ich gleich optische Änderungen vornehmen, die ich eh vorhatte. Gute Nacht, ihr schönen, ihr schon mal Drache. Jo, gute Nacht. Glaub, wenn die, was, Knautschzone eingedrückt ist, wird das schwierig. Das zu reparieren. Ja, jetzt schauen wir halt einmal. Ich habe mir schon auseinandergenommen. Muss man nochmal gucken. Drache, anrufe mal bitte öfter deinen Abonnenten. Ich anrufe doch ständig meinen Abonnenten. Dann sieht der Drache das bestimmt. Wo geht es? Was? Link auf dem Drachen neben dem Chatfenster klicken. Das siehst du. Achso. Du hast doch 40 Fesseln lang. Ja. Ich glaube, man meint das hier. Ja, genau. So, gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich wollte jetzt den Stream ja sowieso beenden. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Danke für die Abonnenten. Danke für die Specials. Was? Danke fürs Abonnieren. Danke für die ganzen besonderen. Danke für die ganze Aufmerksamkeit, für eure Barren, für eure, also für eure Unterstützung,
Alter, was ist mit mir los? Danke für die Unterstützung, danke für die Barren, danke für die Likes, danke fürs Abonnieren, danke dafür, dass ihr dabei wart und Dankeschön dafür, dass die Leute, die hier im Chat sind und sich anständig verhalten, eben genau das tun, sich anständig verhalten. Dankeschön, euer Drache, bis, ich will nicht sagen bis morgen oder übermorgen, weil ich übermorgen Geburtstag habe und ich weiß, ob ich morgen online bin, weil ich noch viel hochladen muss. So, danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Drache. Zuschauen, haut rein, euer Drache und tschö tschö.